Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnecke Reviews zu einer kleinen speziellen Zuschauer-Review. Ja, ich habe ein kleines Paket gekriegt, das war den einen Tag in meinem Postfach und ich habe mich darüber doch sehr gefreut. Und in diesem kleinen süßen Paket war tatsächlich dieser kleine Transformer drin. An dieser Stelle geht natürlich jetzt ein großes, großes Dankeschön an meinen Zuschauer Freddy raus. Danke, 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 Freddy, für diese kleine Zustellung. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut und kann es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, diesen kleinen, coolen Transformer euch da draußen zu zeigen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut und wo ich den kleinen Kerl denn hinstellen werde, ist natürlich ganz klar neben meinem Grimlock, den ich euch mal vorgestellt habe. Denn ja, doch, eine Transformers Review auf meinem Kanal ist eigentlich schon eine kleine Seltenheit. Daher freue ich mich, dass ich heute wieder mal was vorstellen kann von den Transformers. Ja, was hat mir der gute Freddy denn hier zugeschickt? Es ist der gute Scorn aus Transformers The Last Knight. Das gute Stück, was ihr vor euch hier seht, das ist ein sogenannter Turbo Changer. Das heißt, er kann sich mit einem einzigen Schritt in einen Roboter verwandeln, in den Bot-Modus. Ja, wir sehen uns das Ganze mal hier in der Verpackung an. Da könnt ihr natürlich Scorn schon erkennen. Na, da ist er vorne drauf. Und hier, das ist halt der Roboter-Modus. Ne? Ihr seht schon, hier steht Cyberfire, hier ist Scorn, das Logo vom Film, ab 5 Jahren aufwärts von Hasbro. Und dann steht hier halt One Step Change. Ne? Und ja, wir gucken uns das mal ganz hier an. Auf der Verpackung selbst natürlich noch ganz wichtig ist, Scorn selbst aus dem Film zu sehen. Scorn ist ja, glaube ich, ein Spinosaurus. Ne? Ja, ich glaube, er war ein Spinosaurus. Und ihr seht hier im Hintergrund sein Filmabbild, das sieht unglaublich cool aus. Und auf der Rückseite, einmal kurz gechanged, könnt ihr natürlich schon sehen hier, was sich da bei Hasbro gedacht hat. Ne? Eine Bewegung scheinbar nur und er verwandelt sich vom Roboter, vom Dino in den Bot-Modus. Na, ich bin mal sehr gespannt und ich würde sagen, wir werden das Ganze jetzt mal auspacken und ausprobieren, wie der kleine Scorn sich hier verwandelt. Tja, und da haben wir den kleinen Scorn jetzt aus seiner Verpackung befreit. Und falls es euch interessiert, er ist ungefähr 11,5 cm hoch und ich glaube so zwischen 17 und 18 cm lang von Kopf bis Schwanzspitze. Und ja, er sieht eigentlich recht cool aus, muss ich sagen. Er gefällt mir. Mir gefällt natürlich auch die Farbgebung mit dem Rot und dann halt in dem normalen Grauton hier, was so ein bisschen halt das Metall darstellen soll. Ne? Also ein kleiner Spinosaurus, wie ihr schon seht. Ne? Ja, ganz cool gemacht auf jeden Fall. Ihr könnt vorne am Kopf zum Beispiel auch noch schön die Augen sehen. Die haben sehr schön in Blau angemalt. Das gefällt mir. Ne? Und die Details selbst sind natürlich auch recht nice für eine so kleine, ja, Quick-Change-Figur. Ne? Also da muss ich sagen, Hasbro kann das einfach mit den Transformers. Ne? Und ich finde das generell immer sehr, sehr nice. Ja, ihr seht schon, ne? Ihr könnt natürlich schon, wenn ihr mal genauer hinguckt, den Bot-Modus erkennen. Ne? Schaut meinen Daumen. Ne? Aber ich denke mal, das ist völlig okay für so eine kleine, ich nenne es jetzt mal Einstiegsfigur in das Transformers-Franchise. Da ist das Ganze gar nicht mal so wild. Na, und ich muss sagen, ja, dieser kleine Spinosaurus, wenn es ein Spinosaurus sein soll, ich glaube schon, sieht schon ganz cool aus auf jeden Fall. Mir gefällt das sehr natürlich auch hier hinten mit dem Kamm und alles. Der ist sogar beweglich, habe ich gesehen. Wir können ihn hier noch so ein bisschen auffächern. Ich denke mal aber eher, das hat dann später was damit zu tun, dass das eine Art Schild für Scorn darstellen soll, wenn er dann halt im Roboter-Modus kämpft. Na, und ansonsten haben wir dann hier hinten halt noch den Schwanz. Auch hier ist noch so ein bisschen die rote Farbe mit rübergegangen. Das ist nice. Na, und wir können auch hier vorne schon erkennen. Seht ihr das da? Da befindet sich schon das Transformers-Zeichen, das Autobots-Zeichen. Na, und das werdet ihr natürlich dann sehen, wenn wir den guten Scorn vom Dino-Modus einfach mal dann verwandeln in den Bot-Modus. Ansonsten, ja, gucken wir mal kurz, wie er sich denn halt im Dino-Modus überhaupt bewegen kann. Ich habe schon gesehen, hier oben ist eine kleine Beweglichkeit drin. Das ist natürlich später für den Arm. Und auch der Kopf lässt sich hier leicht bewegen. Wir können auch sein Maul öffnen, was ich sehr cool finde. Ne? Also auch das funktioniert. Na, könnt ihr nochmal schön die Zähne erkennen. Die Arme hier vorne selbst sind auch beweglich. Die können wir aber nur in einem Stück bewegen. Schaut mal so. Na, da ist auch eine schöne Beweglichkeit drin. Die Beine selbst können wir natürlich jetzt durch den Verwandlungsmodus hier sehr weit nach außen spreizen. Na, das geht ganz gut. Wir können hier diesen Part bewegen. Na, und dann, was ich auch noch gesehen habe, ist, dass wir hier die einzelnen Füße hier unten so bewegen können. Halt in dieser Position hier. Ne? Also auch alles gar nicht so schlecht. Und selbst der Schwanz hat eine kleine Beweglichkeit abbekommen. Beim Schwanz, muss ich sagen, habe ich so ein bisschen die Schwierigkeiten, dass er sehr lose ist. Denn hier auf der Seite, seht ihr ja, ist der Schwanz zusammengesteckt und dieses Piece hier hinten, das geht einfach ganz locker wieder raus. Ist ein bisschen schade, passt da auf, wenn ihr euch Scorn holen solltet, denn es kann natürlich sein, dass ihr das mal ganz schnell verliert, dass es rausfällt. Na, also vorsichtig mit dem Schwanzpiece. Ansonsten dürftet ihr an dem kleinen Kerl wirklich eure Freude haben. Also Freddy, der ist echt cool
Und wie cool er natürlich jetzt im Bot-Modus ist, das zeigen wir den Leuten jetzt auch noch. Zeit, dass sich Scorn ein bisschen verwandelt. Auf der Verpackung steht zwar ein Schritt, aber so ganz kann ich das jetzt nicht irgendwie bestätigen. Ne? Also, wo fangen wir denn an? Der gute Scorn, wir können die Beine hier bewegen. Wenn wir die Beine jetzt hier nach oben klappen, seht ihr schon, kommt hier eine Komplettbewegung und er bewegt sich ja in der Hüfte. Wir drehen ihn dann einfach mal um und da seht ihr halt schon, ja okay, mit einem Schritt haben wir halt den Robotermodus, aber ihr müsst hier noch so ein bisschen was ändern. Na, hier zum Beispiel jetzt den Kopf noch runterpacken, das ist nämlich der Arm. Hier natürlich jetzt auch noch der Arm, ist jetzt hier mit der Schwanzspitze, ne? Das ist dann so gesehen seine Waffe. Ihr seht schon, hier ist noch eine Beweglichkeit am Start. Auf der Rückseite müsst ihr dann einfach nur sein Rückenschild hier noch nach oben packen, damit das Ganze hier drin ist in dieser Position. Und ansonsten haben wir eigentlich schon fast alles fertig, bis auf halt die Beine von Scorn, denn da unten müssen wir das hier einfach nur nach hinten klappen. Ne? Einmal so und dann haben wir ihn eigentlich schon komplett in den Robotermodus transformiert und das war's dann auch schon. Da ist also Scorn in seinem Robotermodus und ich muss sagen, er gefällt mir. Er sieht cool aus, ne? Also ich denke mal schon für so eine kleine Transformers-Figur haben die das wirklich sehr nice gemacht. Ich weiß gar nicht, die Arme, die packe ich glaube ich so hin. Das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? So ein bisschen als Art Schulterschutz oder sowas. Ja, Scorn, schauen wir mal ein bisschen die Details an. Ihr seht jetzt natürlich hier, da ist der Kopf, ne? Der hat ein blaues Visier, der gute Scorn. Der restliche Körper oder der komplette Körper ist fast auch natürlich hier in Rot gehalten. Hier vorne können wir jetzt ganz schön am so gesehenen Gürtel halt sein Autobot-Zeichen erkennen, was wirklich sehr schön gemacht ist, ne? Und ja, ich finde eigentlich die Idee gar nicht schlecht. Ihr seht auch hier, so eine Art Lendenschurz hat sich dann jetzt hier gebildet, ne? Und wie gesagt, ja, der Kopf hier vom Spinosaurus, das ist jetzt so gesehen seine Hand. Hier hinten auf der Rückseite haben wir jetzt natürlich hier dieses Schild. Den können wir, soweit ich das jetzt sehe, sogar noch ein bisschen nach außen spreizen. Ich denke mal, so könnte man auch machen. Ich weiß es nicht genau, auf der Verpackung sieht das jetzt nicht so aus. Na, aber ich denke mal schon, weil so, warum sollte man sonst das Ding überhaupt beweglich lassen, weil im Dino-Modus ist auf jeden Fall der Schild komplett ja, zusammengefaltet. Ne? Also keine Ahnung, ihr könnt das so machen, wie ihr wollt. Lasst euch da einfach inspirieren durch den Film. Ja, ansonsten, liebe Leute, ihr seht schon, detailtechnisch ist Scorn für diese Größe natürlich sehr schön geworden, muss ich sagen. Bewegungspunkte technisch ist aber allerdings hier ein wenig eingeschränkt. Das Ganze fängt schon mit dem Kopf an, der ist einfach starr, da lässt sich nichts bewegen, ne? Der alte Becher hier oben, das geht nicht. Wie gesagt, wir haben hier vom Spinosaurus die Arme, die lassen wir dann halt mal irgendwie so in dieser Position. Wir können beide Arme weit nach vorne packen, ne? So dass Scorn halt so ein bisschen damit kämpfen kann. Das funktioniert, sie können sich, denke ich mal, fast 360 Grad beidseitig hier bewegen, außer hier. Ja doch, das geht. Ne? Auch hier durch den Schwanz, der jetzt halt hier so eine Art Lanze bildet, geht das ganz gut. Hier ist eine bessere Beweglichkeit noch drin. Ihr seht das hier. Dadurch, dass das die Schwanzbeweglichkeit war, können wir Scorn hier auch nochmal so ein bisschen in so eine Position packen. Ne? Auch das funktioniert eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite haben wir nur die Beweglichkeit nach hier. Ne? Und dann halt, wie gesagt, hier das Maul. Ne? Das ist dann halt so gesehen sein Arm, womit er dann halt greifen kann. Ansonsten gibt es hier nicht mehr wirklich Beweglichkeit, die ich euch noch großartig zeigen kann. Na gut, die Beine hier, das ist eher für den Spinosaurus. Ne? Das heißt, wir haben die Beweglichkeit noch am Start. Ansonsten ist Scorn aber hier leider komplett starr. Mehr kann er halt nicht. Aber wie gesagt, es ist eine kleine Transformers-Figur für den Einstieg oder für die jüngeren Transformers-Fans unter euch auf jeden Fall einen Blick wert. Na, und da könnt ihr halt nichts mit falsch machen. Ja, an dieser Stelle nochmal danke an Freddy. Und wenn ihr da draußen selber Lust habt, mir vielleicht mal das ein oder andere kleine Päckchen zuzuschicken, wie immer ist mein Postfach natürlich für euch jederzeit offen. Schaut einfach mal bei jedem Video unten in die Infobeschreibung, denn da steht es nach wie vor drin. Also, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir da gerne was reinschicken. Ist aber natürlich kein Muss. Ja, das soll es gewesen sein für den kleinen Scorn von Transformers The Last Night. Danke, danke für die Zustellung. Ich finde den wirklich toll und der wird sich neben meinem kleinen großen Grimlock auf jeden Fall sehr gut machen. Und ich würde sagen, für dieses kleine Video bin ich raus. Also liebe Leute, macht's gut, bis denne dann und natürlich wie immer reingehauen.